So. So. So, hier noch. Und da noch. Und sehr. Und dann nehmen wir hier noch den einen mit. Und dann würde ich sagen. So. Wir bräuchten natürlich auch, wenn wir in größeren Mengen Beete anpflanzen. Wir haben ja gerade gemerkt, dann brauchen wir dann auch in größeren Mengen diese Samen. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie man die bekommt. Ob man die Wald sammeln muss oder ob man die bekommt, wenn man Bäume aberntet. Das sind ja Baumsamen, soweit ich das gemerkt habe. Kann ich gar nicht sagen, wie man die, wie die einem dazu fliegen. Achso. So, super, haben wir das auch fertig. Und haben wir das auch fertig. Ja, das läuft doch wie am Schnürchen hier. Da fehlt hier gar nicht mehr viel. Bis auf die Tatsache, dass hier irgendwie... Naja, kann man jetzt gucken, ob man vielleicht... Ob man das vielleicht ausgleichen kann, indem man... Man kann es auch einfach so machen, gell? So. Und da kommt nichts durch. Und dann machen wir noch... Die brauchen auch eigentlich gar nichts, gell? Die... Oh. Was nicht geplant. C. B. L. So. E. E und... Wenn das fertig ist, dann ist sie auf jeden Fall... Die werden nämlich mal weg, weil das sollte vielleicht doch davor platziert sein, so ein bisschen. So, einmal drehen. Das macht das ja, das hat das zwar den Sinn der Abzäunung, aber es ist ja natürlich auch cool, wenn es gleichzeitig auch den Sinn der Verteidigung erfüllt. Und das tut das hier nicht wirklich. B. Da war eine viele Lurche. Das ist doch drei Stück waren das, glaube ich, gerade, oder? Drei und ein Hase. Krass. Ich glaube, wir können wieder auf die Lurchtour gehen. So, und E. So, die Blätter kann ich schon mal überall einfügen. Die sind echt kein Problem. Ach, sind gar keine Blätter, das sind... Das waren gar keine Blätter. Das waren Steine. Nochmal. Uns hier und hier bedienen. Können wir mal die Steine loswerden, ja. Ein Glück. So. Spring! Mann. Springen! So. So, springen. Oh, wir gucken, wie viel wir haben noch. Da sind auch nur Steine. So. Und hier fehlen noch die. Und die. Und das habe ich weggemacht gerade. Ich intelligentes Stück Schokolade.
Nee, das muss weg, das ist falsch. B. R. E. So. Und da können wir das... Ah, da habe ich zum Beispiel, fehlt mir wieder einen Stein. Aber den finde ich hier sicher irgendwo hier draußen. Nehmen wir den. Ja, jetzt brauche ich natürlich noch Unsummen an Stöckern, habe ich gerade gemerkt. Das habe ich davor gar nicht so realisiert. Nehmen wir einmal hier den Baum auseinander. Mit dem Ding. La 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 la. So, Stecker, 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 Stecker. So. Und dann du hier noch, da haben die wenigstens mal einen Sinn, die Stöcker. Aber wir haben jetzt so viel mit Stöckern gebaut, Alter. Ich glaube, da unten sind 30 reingeflossen, die 40, so 40, 50 sogar. Und dann hier nochmal und da. Und also auf jeden Fall wieder Unsummen an Stöckern, die wir hier verballern. Das gefällt mir, das gefällt mir. Kann ich doch noch immer behaupten. So, Steine gibt es ja auch wieder. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Super. Also das wird auf jeden Fall eine krasse Base, wenn wir hier fertig sind, ne? Wäre schon ein bisschen ärgerlich. Wenn das hier dann alles weg wäre. Ah, da soll mal ein... Was ist das für ein Riesenbaum eigentlich? Irgendwie der Körperteile rum. Oder Menschen komplett. Das wird dann auch wieder alles voll. Wichse. Oh. Delosh can't be no, can't be naming. Das mach ich mal weg da oben. Das ist momentan... Ich habe Gavarocks noch für irgendwas. Wo brauche ich denn noch welche? Ich sehe hier nichts. Wahrscheinlich für irgendein anderes Projekt, was ich gar nicht mehr im Kopf habe. Moment, wo ist... Das ist doch Stein hier, oder? Ah, geht doch. Dieses Ding ist sowieso das Geilste, was ich hier gesehen habe. Also und ich will mal gucken, wenn man jetzt von Weitem springt. Kommt man trotzdem nicht drüber. Na gut. Die haben sich wahrscheinlich immer noch nicht fortgepflanzt. Nö, die zieren sich da ein bisschen. Na gut, 4 Baumstämme brauchen wir. Und nebenbei alles an Stöckern, dann sagen wir, was wir kriegen können. Hier liegen dann noch ein paar im Wald rum, Baumstämme, gell? Hier ist noch einer und hier drüben lag auch noch einer irgendwo. Stock, 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 Stock. Da kenne ich irgendwo noch einen Baumstamm? Stock. Ich war mir sicher, am Rand des Waldes lag noch einer. Die Stille macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Die kam mir zu plötzlich. Die Stille des Windes hat zwar nichts mit den Erscheinen von Barbaren zu tun.
Ein Reh. Aber es muss ja nicht heißen, dass keiner erscheint. Und dass sie mir keine Angst macht. So. Da ist der erste Baumstamm drinne. Wir lurchen uns mal ganz kurz ein und ich glaube, wir müssen auch ins Bett gehen kurz. Weil da wird gleich wieder... So, dann nehmen wir uns mal hier noch die Lorche und lurchen kurz neue Dinge hier an. Echt praktisch hier. Rock collected. Das mache ich mal hier. Kommt jetzt mal weg hier. Stab. Ich habe schon angefangen, wie es aussieht. Also wie es aussieht vor allen Dingen. Speichern und schlafen. Mein Handy fällt mir hier wieder aus der Tasche. Das ist eine sehr strange Hose. Da fällt mir das Handy raus. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß doch auch nicht warum. Hier ist wieder kein Hase drin. Auch hier ist wieder nichts drin. Vielleicht wenn man eine gewisse Anzahl an Tieren hat. Dann kommt vielleicht nichts Neues mehr, kann auch sein. Das weiß ich nicht, aber wir haben ja gerade mal drei. Ich weiß nicht, ob drei jetzt unbedingt das Maximum sein soll. Fände ich komisch. Ich fände es sowieso komisch, dass man nur eine begrenzte Anzahl haben könnte, aber... Spielentwickler sind manchmal seltsame Menschen. Wesen. Menschenwesen. Sind keine normalen Menschen, das sind Menschenwesen. Der Lorch. Look this Lorch. Da war auf jeden Fall gerade ein Geräusch von einem dieser Schlingel. Ich kann nur nicht sagen, von wo es kam. Aber ich höre dann wahrscheinlich sowieso Bling Bling. Ich muss... Das ist... Katastrophe in Witz. Wenn du Let's Plays von anderen anschaust, die über dasselbe Spiel sind, dann machst du automatisch dieselben Geräusche und so. Das ist... So, hier fehlt nichts mehr. Hier jetzt auch nicht mehr. Hier jetzt auch nicht mehr. So, jetzt... Brauchen wir halt nur noch die... Lurch. Es tut mir sehr leid, Lurch, aber ich brauche wieder Stealth. Und den mache ich mir jetzt auch. Über 1000 Blätter. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht mal eine kleine Blättersammeltour mache, aber nee, braucht man nicht wirklich, ne? Alter. Die Blätter sind echt überhaupt kein Problem. Das Wichtigste sind eigentlich... Oder das Problem sind eigentlich so... Huch. Nur die Dinger hier. Klack, klack, klack. Und da haben wir es schon wieder. Ach, wir haben ja noch die Verzierung. Wir kriegen ja jetzt keine Lurchdings mehr. Wir sehen... Wir sind zwar getarnt, aber wir haben noch die Verzierung des Rehs. So, mal hier durchgehen. Hier, das war da alles ab. Guck mal hier. Man rennt hier einmal durch. Mit dem geht das natürlich ein bisschen scheiße. Wir könnten theoretisch mal den Stock nehmen. Der geht bestimmt am schnellsten. Ja. Hier. 18. 31. Ich probiere das gerade mal ein bisschen aus. Mal schauen, was wir jetzt so bekommen. Nur mal testweise. Nur mal testweise. Mal ganz kurz hier durchs Gestrüpp gehen mit dem Stock. Ja, da gibt es auch keine feste Vorgabe. Hier, wir sind... Alter, hier, guck mal hier. 150, lalalala. Ah, es hört gar nicht mehr auf. Zweihundert.
Alter. Nicht schlecht. Ich nehme mal ganz... Nee, ich will die, wollte die ausrüsten, weil ich gerade gesehen habe, dass wir eine Feder haben. Sehr schön. Haben wir jetzt eine Feder und 21 Dinger, an dem anderen sind 70 oder so dran, also sind beides schon sehr starke Waffen. Und die schlägt halt auch schneller. Ich glaube, das ist der, ich glaube, das ist das Problem gewesen bei der Steinaxt. Die war halt so langsam, dass wir damit nicht ordentlich zuschlagen konnten. So. Komm mal her. Und auch du. Ich weiß, wir müssten eigentlich noch mal... Ich glaube, ich fäll mal hier jetzt noch ein paar Bäume ab. Problem ist halt, dass momentan so viel Eingeborene hier irgendwie rumrennen. Super Bug. Und dann rennen hier irgendwie so viel Eingeborene rum, dass ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Wir brauchen noch irgendwo einen Stein, ich weiß aber nicht wo. Bestimmt bei dem einen Zelt, was eine Weile entfernt ist von hier, was wir mal so aus Langeweile aufgeschlagen hatten. Ich nehme an, dass wir es da noch brauchen. So, dann nehme ich die zum Abhacken, weil die halt auch sehr schnell geworden ist. Durch die Federn. Und nehme die anderen zum Kämpfen und rüste die dann halt nach der Weile noch aus. Das wird auch schnell gehen. Also das, bis sie da die 50 erreicht haben und dann genauso eine Kraft haben, mit zwei Schlägen einen Platz zu machen. Wird nicht besonders lang dauern. So. Ich frage mich auch ganz ehrlich, wie die Leute auf die Idee kommen, so eine Jägerhütte als Hütte anzusehen. Weil ganz ehrlich, du willst so eine schnelle Jägerhütte, ne? Weil du, sag mal, du musst schnell was machen. Willst eine schnelle Jägerhütte, verstehe ich alles. Kein Problem. Wow. Aber jetzt zeig mal bitte den Jäger, der für seine Jägerhütte 5 Baumstämme abholzt. Also 2 Bäume oder ein Rosen, um sich eine Hütte daraus zu bauen. Das ist doch keine Jägerhütte. Also ganz ehrlich, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. So, nehmen wir mal hier. Ich will dich eigentlich mitnehmen, nicht durch die Gegend schieben. Lalalalalala. Ich trage meinen Wagen übrigens immer so. Da. Dann gucken wir ganz kurz. Ich glaube, das gibt doch can be used to increase stamina. Eat. Geil. Das Zeug ist geil. Okay. Da sehe ich schon Baumstämme. Wo ist der Wagen? Ich dachte gerade, jetzt muss ich dieses Mal wieder wegen einem Baumstamm rennen. Weil der Wagen sich wieder denkt, nö. Da war jetzt ein Lurch. Ich suche aber gerade Baumstämme. Darum ist mir der Lurch recht egal. Innerlich weine ich, weil ich den Lurch nicht bekommen habe. Bin ich ein gebrochener Mann? Bäh. Ganz ruhig. Hallo? Was war das denn bitte gerade? So, ja, Alter, was wir hier alles abgeholzt haben. Kein Wunder, dass die Einwohner sauer auf uns sind. Kann ich irgendwie verstehen. Jahrelang alles schön hier und dann... Also, dass die Kannibalen auf uns sauer sind. Ne, gut, die sind nicht sauer auf uns. Die Kannibalen haben einfach nur Hunger, aber... Dass die anderen auf uns sauer sind, kann ich durchaus verstehen. Wenn wir hier einfach kommen und ihren ganzen Wald abholzen, also... Das
Da habe ich schon ein gewisses Verständnis für. Muss man mal ganz ehrlich sagen, man darf ja nicht immer nur von sich ausgehen, also muss man mal den Kannibalen hier, oder den Einwohnern, nicht den Kannibalen, muss den Einwohnern auch mal sagen, naja, habt ihr doch vielleicht besorgt, ich hab da übertrieben. Muss man mal, also, ja, es ist hart, sowas zuzugeben, aber... So, sind wieder mehr Baumstämme, als ich überhaupt tragen kann. Aber das ist ja gut, besser mehr als weniger. Ich weiß nicht, wenn der Wind weht... Obwohl, ich find's irgendwie... Ich glaube, ich find's besser, wenn der Wind nicht weht. Weil dann kann ich... Hallo, Wagen... So, jetzt. Dann höre ich wenigstens, wenn ich irgendwas bekämpfen muss. Den Baum nochmal trotzdem nicht weg, da kommt noch so ein Ding von uns hin, aber ich wollte momentan erstmal gucken, wie viel ich wirklich noch brauche. Und ich brauche gar nicht mehr so viel. 60 Stück noch. Für alles, was wir geplant haben. Das ist gar nicht mehr so viel. Tödlich steht da. Tödlich steht da. Ich kann das also zuschnappen lassen, wenn ich will. Reinrennen würde ich da ungern, muss ich sagen. Sieht aber geil aus. Also wenn du hier drinnen bist dann so. Und du guckst... Moment. Also da kommt nichts mehr durch, ne? Da kannst du dir sicher sein, da bist du sicher. Da kannst du dir sicher sein, da bist du sicher. Lurch. Wir können mal wieder einen hinhängen. Oh, doch ein. Gott, schön voll, ne? Creepypasta Kind spielt Borderlands 2. Viel Spaß. Aha. Gut. Die Wagen wieder mit. Das war jetzt gerade ein bisschen... Müdigkeitserscheinungen. Ich werde die Aufnahme wahrscheinlich eh gleich wieder beenden, weil ich nehme immer so übelst lange auf und dann im Endeffekt muss ich... Oh. Bin gespannt, ob die alle drei angreifen. Ich riskier's mal. Voll equipped bin ich, okay. Oder ob vielleicht sogar noch mehr kommen. Ich weiß nicht, ob Büsche mehr bringen. Jetzt sind sie losgerannt. Weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass sie mich gesehen haben. Also rein theoretisch müsste geduckt und im Busch ja am meisten bringen. Hä? Wo sind die so schnell hingerannt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Die müssen es ja sehr eilig gehabt haben. Ich riskiere gerade mal hier hinterher zu laufen. Um mal zu schauen, was hier so ist. Ich glaube, dass hier das Flugzeug sein müsste in der Nähe. Bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Das hier sieht wie eine Lichtung aus.
Aber von einem Flugzeug ist keine Spur. Also hier ist auch nichts, wo irgendwie... Hier ist auch kein Dorf oder so, wo sich irgendwas versammeln könnte oder so. Ich habe mal auf einer Map geschaut, also wir haben unser Lager am Rand einer Routineroute gebaut. Das habe ich schon gemerkt. Also hier, wo ich jetzt ungefähr gerade stehe, ist, läuft so eine Routineroute lang. Hier laufen die lang und kontrollieren halt immer, ob die Bäume noch wachsen. Das ist denen ihre Aufgabe. Und deswegen werden wir halt öfters mal gesehen von Leuten. Und irgendwo da drin im Wald, wo wir gerade standen, soll halt auch der Eingang zur Höhle sein. Zu der Höhle. Ich wundere mich auch, warum wir hier nicht verfangen. Jo. Sind die Blaubeeren wieder fresh hier? Blaubeeren? Na, momentan nicht. Na gut, ich würde sagen, wir haben echt eine Menge wieder geschafft. Mal wieder eins fertig. Und hier fehlt noch einer. Mehr haben wir auch nicht. Wir brauchen hier jetzt noch eins, zwei... Ganz ehrlich, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel. Wir brauchen noch Sticks, 52... Ah, nee, wir brauchen 52 Sticks. Und noch 100 Lever Locks. Okay, das ist natürlich immer noch eine Menge. Hier muss ich mal gucken, da würde ich am liebsten noch, wenn wir jetzt einmal dabei sind, hier alles komplett einzurichten. Nicht so, ich hätte es gern, genau, genau in dem Moment, wo ich klicke, geht es natürlich falsch. Ich stecke fest. Genau, weil dann sollte hier wirklich nichts mehr drüber kommen, dann ist es immer hier eingeschottet komplett und auch hier bei dem Hügel, der hier ja ist. Nee, nicht so. Genau, hier würde ich dann noch so ein Fenster hinbauen, da kann man nämlich hier draufsteigen und kann dann gucken, okay, was ist hier los? Hier über dem Felsen, super, bin ich mir nicht sicher, ob die kommen, kann man dann zur Not eventuell noch Fallen aufstellen und so. Und dann wäre das so unser Fort hier, am Rand des Sees. Ja klar, das ist natürlich so ein offenes Fort, die könnten hier noch reinkommen und so. Aber und wisst ihr auf jeden Fall, also ich könnte mich jetzt rein theoretisch wirklich hier herstellen und dann sollen sie kommen. Von hinten kommt eh nichts, bei den Fallen, die hier stehen, dann sollen sie kommen, dann habe ich hier die komplette, also... Habe ich ihn? Viel Spaß, würde ich sagen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Weil wir so selten in dem Haus hier beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Adios, amigos. Bis dahin. Adene. Tschüss.